Servus Leute, was geht? Desasters unterwegs. Heute ist so ein Pisswetter, Alter. Guckt euch das mal an. Nicht normal, nicht normal, nicht normal, nicht normal, nicht normal, nicht normal. Oh Mann, ey. Ja. Und zwar habe ich ja vor ein paar Tagen, vor einer Woche, irgendwann, keine Ahnung, vor ein paar Videos halt, habe ich euch ja gezeigt gehabt, dass ich unterwegs war mit Various Motovlogs, wo wir ein paar Aufnahmen gedreht haben, für ein neues Intro. Und ja, ich glaube, ich habe ein neues Intro jetzt. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengebastelt. Schreibt mal in den Kommentaren, wie es euch gefällt. Ich hau das jetzt rein und ja, wie gesagt, sagt, wie es euch gefällt, ist mir egal. Okay, Leute, und ab geht's. Da bin ich wieder. Und? Wie war's? War's gut? Habt ihr ordentlich? Oh Mann, ey. Ja, nee. Ich weiß noch nicht, ob das das endgültige Produkt ist. Ich weiß es noch nicht. Weil die Location war jetzt nicht so 100% extrem geil. Ich habe eigentlich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, aber als wir da halt unterwegs waren, war halt schon relativ spät gewesen. Und ja, die Sonne ging unter schon. Und eigentlich wollte ich ja so schön, so mit Wasser im Hintergrund und sowas alles und bla bla bla. Ja, man kann halt nicht alles haben, ne? Ja, aber ja, geht. Es hätte nur das Intro, ne? Scheiß aufs Intro eigentlich. Aber naja. Ich kann euch schon mal sagen, ich denke mal nicht, dass es das letzte Intro sein wird, was ich jemals benutze bei YouTube. Gucken wir einfach mal. Ist schon mal okay, aber man kann sich noch steigern, würde ich mal sagen, oder? Also ich, eigentlich finde ich es geil. Eigentlich finde ich es ja geil. Aber ach ja, mir egal. Ist halt mega nice. Ich meine, das macht ja auch mal ein bisschen Arbeit, so eine Scheiße zu schneiden und vor allem, wie lange wir unterwegs waren, da ein bisschen was aufzunehmen für ein Intro, was 10 bis 14 Sekunden geht, ja, überlegt euch das mal. Wir waren, glaube ich, 3 Stunden unterwegs oder so. Naja, egal. Wir wollten ja auch so noch ein bisschen fahren, ist ja klar. Es geht, geht ja ums Motorradfahren und nicht um irgendwas zu drehen, ne? Ich meine, ihr seid ja nur dabei. Ja, ich fahre nicht Motorrad, um für euch Videos zu drehen. Ich bin ja auf Motorrad, weil es mir Spaß macht und weil es mein Hobby ist. Ja. Der Nebeneffekt ist halt, dass ihr dabei seid mit der Kamera und dem Ton und so. Ne? Ja. Dicker, rechts ist das Gaspedal, Alter. Was ist mit dir? Guck mal, wie schön leer das hier sein kann. Wahnsinn. Hier war das, wo ich auf dem Gehweg gefahren, auf dem Gehweg. Okay. Auf dem Radweg natürlich, wo ich hier auf dem Radweg gefahren bin. Hier war das. Guck mal, wie schön leer das sein kann, wo man hier mit 53 lang fahren kann. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich hoffe nur, dass es nicht anfängt zu regnen noch. Ey, hier habe ich gar keinen Bock drauf, jetzt noch nass zu werden. Scheiße, ey. Mann, ey, wie die sich hier mal nicht einordnen können, ey. Versteht das nicht. Schämt euch. Na gut, du bist kein Berliner, aber trotzdem, schäm dich. Schäm dich. Oh. Ey, ich muss pissen, Alter. Ich weiß, das interessiert euch maximal gar nicht. Kennt ihr das, wenn man übernötig auf Toilette muss und dann an so einer scheiß Ampel steht und es so drückt? Scheiße, ey.
Mann, wo kommen denn die ganzen verfickten Kratzer her, Alter? Ey, es nervt tierisch. Scheiße, ey. Ich weiß ja nicht, ob ihr gerade wisst, wo ich hier bin. Aber an dieser Kreuzung musst du aufpassen. Die ist tricky, Alter. Wenn man hier steht und man sieht nicht diese Ampel, man guckt nicht die Ampel, sondern man achtet auf die und man sieht das Grün, das ist mir schon öfter passiert, dass ich gedacht habe, ich kann jetzt losfahren, wollte schon anfahren und dann kam die von rechts hier angeballert. Weiß ich nicht, aber mit dem Auto ist mir nur passiert, mit dem Motorrad nicht. Und dann müsst ihr aufpassen, diese verfickte Säule da hinten, kennt ihr die? Scheiß Blitzer. Das ist auch ein Ampelblitzer, wenn du hier über Rot rüberrollst, blitzer dich sofort weg. Dann macht er dich nieder. Schön Motorrad zu fahren, ey. An alle, die meinen Channel hier glotzen und keinen Motorradführerschein haben oder Mopedführerschein oder so. Alter, was war denn das? Geiler Buggy, Alter. Ich wusste gar nicht, dass es sowas für die Straße gibt. Das ist ja krass. Ja, zurück zum Text. An alle, die keinen Motorradführerschein haben oder Rollerführerschein oder sonstige Scheiße, halt mit zwei Rädern, macht es. Das Beste, was man machen kann. Das ist einfach nur so geil. Ihr habt einfach, ja, ihr fühlt euch einfach frei. Motorradfahren bedeutet frei irgendwie, weiß ich nicht. Das ist einfach nur monstergeil. Monstergeil. Also bei mir war das so, ich habe halt meinen Führerschein, also über Auto rede ich jetzt, meinen Autoführerschein habe ich halt mit 16 gemacht, sodass ich 17, dass ich mit 17 fahren konnte schon. Da musste auch halt noch einer von meinen Eltern immer nebenbei sitzen. Kennt ihr ja dieses betreute Fahren mit 17? Gibt es das überhaupt noch? Keine Ahnung. Also ich habe halt mit 16 Autoführerschein gemacht, dass ich dann mit 17 fahren konnte. Und ich glaube mit 19 dann habe ich Motorradführerschein gemacht. Ja, und jetzt habe ich Motorradführerschein mittlerweile schon ein paar Jährchen. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ey. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Das ist der Hammer. Das ist einfach nur der Hammer. Also als ich 16 war, habe ich ja halt noch so mit den Gedanken gespielt, Masse 125er oder Autoführerschein. Natürlich habe ich gleich erstmal Auto gemacht, weil es für mich in dem Sinne war es irgendwie wichtiger. 125er, klar, macht auch Spaß. Kannst du mit 16 auch rumballern so. Aber zu dem Zeitpunkt war mir irgendwie Auto wichtiger, weiß ich nicht, weil, keine Ahnung. Da war halt die Leidenschaft für die zweirädrigen Fahrzeuge noch nicht so. Und ja, da war halt Auto für mich auf Nummer 1. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte, komm, Alter, machst du Motorradführerschein? Du hast es ja. Nein, habe ich nicht. Ich habe das hart gespart und gemacht und getan, gearbeitet und, dass ich mir das finanzieren konnte. Ja, und trotzdem, es war die beste Entscheidung meines Lebens, sowas zu machen, Motorradführerschein. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, macht's, ja. Nehmt ein bisschen Geld in die Hand, ich glaube, so teuer ist es gar nicht. Ich glaube 700 Euro bis Motorradführerschein hasten, glaube ich. Ja. Das Auto ein bisschen teurer, warum auch immer, keine Ahnung. Aber trotzdem. Ja. Was ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr jetzt Motorradführerschein macht, ihr dürft jetzt nicht denken, 700 Euro, geil, und ich kann Motorrad fahren, ja, könnt ihr machen, aber dann braucht ihr noch ein Bike. Das geht auch nochmal übelst ins Geld, ja. Dann braucht ihr noch ordentliche Schutzkleidung, was auch nochmal ein bisschen Geld kostet. Ein bisschen ist gut. Da könnt ihr ja bis weiß ich wie viel Geld bezahlen. Aber das wisst ihr ja. Ne? Also ich sag mal so, wer sich einen Motorradführerschein machen möchte, der weiß, was alles auf ihn zukommt. Ne?
Ich meine, macht ja keinen Sinn, Motorradführerschein zu machen und dann nicht zu fahren. Und einfach nur, um, dass auf dieser Plastikkarte hinten drauf steht, ja, du kannst Motorrad fahren, bringt niemanden was. Ja, dafür mache ich keinen Führerschein. Also deswegen denke ich mal, von euch, bei euch da draußen, wenn einer einen Führerschein machen möchte, Motorrad, dann weiß er, was alles auf ihn zukommt. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht gerade. Einfach ein bisschen random. Ne? Von daher würde ich sagen, Leute, ich beende das Video jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, drückt diese Hurenglocke, wenn ihr mich abonniert habt, dass ihr immer Bescheid wisst, wenn ich ein neues Video hochlade und. Ja, von daher würde ich sagen, Desaster ist raus. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.